Dieser Bildbericht zeigt, wie die alliierten Nationen den Frieden begrüßten, nachdem Präsident Truman die historische Mitteilung von der Kapitulation Japans gemacht hatte und die Berichterstatter mit der Sensationsnachricht davonstürzten. Drängt sich eine jubelnde Menge vor dem Weißen Haus in Washington. Dies ist Chicago, aber so sieht es heute überall in Amerika aus. San Francisco, das Tor nach dem fernen Osten, jubiliert. Kein Truppentransport mehr wird zur Front gehen. Kein Lazarettschiff mehr von dort Verwundete bringen. Das chinesische Viertel hat besonderen Grund mitzufeiern. In Seattle dieselbe Skala von Reaktionen, von ruhiger Dankbarkeit bis zum Freudentaumel. Ein Straßenumzug mit einem Pferd. Es soll an Hirohitos berühmten Schimmel ähneln. New York weiß, wie man Feste feiert. Aber so wie diesmal hat es noch nie gefeiert. Denn noch nie zuvor hat es einen solchen Anlass gegeben. Wolken von Papierschnitzeln hüllen die Menschenmassen ein. Und als spät nachts die Scheinwerfer spielen, finden Sie immer noch keine Lücken in der dicht gedrängten Menge. Kanada am Siegestag. Überall das gleiche Panorama der Dankbarkeit, der Erleichterung, der Freude. London, Frontstadt London. Die Waffen sind für immer, die Werkzeuge für eine kurze Pause beiseite gelegt. Mit Fahnen, Freudenfeuern und Musik feiern die Londoner den Tag siegreichen Friedens und die Nacht. In den Strahlen der Scheinwerfer liegt St. Paul, ein ragendes Symbol Britanniens und der Freiheit. Ein glücklicher Zufall machte den ersten Friedenstag auch zum Tage der Parlamentseröffnung durch den König. Hunderttausende ziehen vor den Buckingham Palace, von wo aus das Königspaar die Fahrt nach Westminster beginnt. Andere warten vor dem Parlamentsgebäude. Als erster trifft Lord Halifax ein. Der frühere Lord Kanzler, Lord Simon. Der amerikanische Botschafter Winant. Mitglieder des Oberhauses. Der Vertreter Saudia Arabiens. Der belgische Botschafter. Der amerikanische Admiral Stark. Und schließlich der Wagen mit dem Königspaar. König fährt in das Haus der Lords ein, zur Eröffnung des ersten Friedensparlaments. Währenddessen erwartet vor dem Buckingham Palace eine noch größere Menge die Rückkehr des Königspaars. Als der Landauer einfährt, ertönen tosende Hochrufe. Diese unübersehbare Menge ist ein Querschnitt durch die alliierte Welt von heute. Britische Männer und Frauen, mit ihnen viele ihrer amerikanischen Waffenbrüder und Angehörige der anderen alliierten Nationen. Alle rufen nach dem König. Der König und die Königin zeigen sich auf dem Balkon mit den beiden Prinzessinnen. Das ist der Höhepunkt der Londoner Friedensfeier. Dies ist die erste fotografische Aufnahme einer Atombombenexplosion.
gefilmt bei dem ersten Experiment am 16. Juli 1945 in der Wüste von New Mexico aus einer Entfernung von 10 Kilometern. Die Versuchsanstalt in Oak Ridge in einer geheimen Stadt. 2 Jahre lang arbeiteten hier Wissenschaftler und Techniker in strengster Abgeschiedenheit an der Fertigstellung des gewaltigsten Zerstörungsmittels, das die Welt je gekannt hat. Von der Außenwelt völlig abgeschnitten, hatten sie ihr eigenes Postamt, ihre eigenen Straßen und Läden, ihre eigene Zeitung, die ihnen auch den Erfolg ihrer Arbeit meldete. In der Universität von Kalifornien vollendete Nobelpreisträger Professor Ernest Lawrence die Arbeit an der Atombombe mit Hilfe des Atomzyklotrons. £500 Millionen wurden für die Vorarbeiten aufgewandt, bis dieser erste Versuch mit den entfesselten Naturgewalten ausgeführt werden konnte. Die Wirkung war ungeheuer, nur vergleichbar mit einem Erdbeben oder einem vulkanischen Ausbruch. Die Beobachter befanden sich, durch Bunker geschützt, in einer Entfernung von 10 Kilometern. Trotzdem wurden eine Anzahl von ihnen durch den Luftdruck zu Boden geschleudert und betäubt. Glühende Hitze breitete sich aus. Schwarze Rauchschwaden stiegen 10 Kilometer hoch. Ein 11 Meter hoher Eisenturm, auf der rechten Seite der Leinwand zu sehen, zerfiel in Staub. Das ist das neue Zerstörungsmittel, das kurz vor Kriegsschluss die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki vom Erdboden vertilgt hat. Die furchtbarste Waffe in der Geschichte der Menschheit. Die Alliierten, die das Geheimnis der Atombombe hüten, sind entschlossen, dass diese ungeheure Erfindung in Zukunft nur als Abschreckungsmittel gegen Krieg und Kriegsmacher dienen soll. Die geglückte Atomzersplitterung mit ihrer unübersehbaren Fülle von Anwendungsmöglichkeiten leitet eine neue Epoche der Welt ein. Es soll eine Epoche der Verbesserung und Bereicherung des menschlichen Lebens werden.